Moin, meine Kampfgruppe-Zwerge, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge prismareichen und exorzistischen Folge von The Shant. Das war die beste Ansage, die ich jemals getroppt habe. Finde ich sehr schön. Auf jeden Fall, in der letzten Folge waren wir hier in diesem kleinen Häuschen, haben ganz viele Gegner besiegt. Und ich dachte gerade, es kommt jetzt ein Gegner und wir sind jetzt immer noch unterwegs. Kann ich mich in irgendeiner Weise leveln? Ja. Ich könnte das Schubsen leveln, wobei ich das nie groß irgendwie verwende. Wo bin ich denn jetzt? Die Steuerung ist leicht, wie soll ich denn das sagen? Nervig. Gut, wir sollen auf jeden Fall zurück. Ich wollte eigentlich die Karte gucken. Karte. Habe ich hier eine Karte? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich gehe mal wieder hier zurück. In der letzten Folge sind wir Sunny hinterhergerannt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht mehr, was mit Sunny passiert ist. Ach so, ist er nicht irgendwie explodiert oder sowas? Ich glaube, Sunny ist nicht mehr. Deswegen gehen wir frohen Mutes. Du hast mich gleich losgelassen. Ach ja, das letzte Mal bin ich hier gestorben. Na komm, ein bisschen schneller, Pippi. Wir brauchen ja immer noch ein bisschen Strom. Bekomme ich damit Strom? Vielleicht kriege ich es ja zum Laufen. Problem ist, habe ich denn schon einen Hebel? Ja, habe ich, Tatsache. Passt genau rein. Gut. Irgendwas fehlt noch. Oh. Habe ich dies denn schon? Nein. Mir fehlt hier irgendwo noch ein Teil. Mich nervt so ein bisschen, dass der Fliegenschwarm unten ist. Wir brauchen auf jeden Fall Strom. Jetzt rennt sie wieder ein bisschen. Wo war ich denn? Hier waren wir aber schon. Und hatten uns hier umgeschaut. Ich glaube, hier hatten wir den Hebel oder irgendwas Gleiches gefunden. Eigentlich war ich ja schon überall im Dorf. Und hier hatten wir gegen das Vieh gekämpft. Hier komme ich momentan auch nicht weiter. Gut. Und hier haben wir jetzt, stimmt, hier sind wir Sunny hinterhergelaufen. Oh, Sunny, er hat ein bisschen geblutet. Und geblutet. Aber hier habe ich nicht... Oh, hat er... Oh, irgendwas stimmt mit Hasi nicht. Nicht gut.
Gut, die Fliegen werden wir jetzt nicht mehr los. Hier war der Fahrstuhl, ne? Nein. Einfach nur nein. Oh. Ach, hier sind wir nach oben gekommen. Ah, Kann ich noch irgendwas herstellen? Ich glaube eher weniger. Wir müssen dieses... Was war das für ein Geräusch? Wir müssen dieses Zahnrad finden, wo das auch immer jetzt hier sein möge. War ich denn hier schon drin? Ja, so ziemlich. Ich glaube, in einer Hütte waren wir noch nicht. Hier komme ich. Ich geh mal kurz raus. Tschüssi. Alter Falter, ich bin gleich wieder tot. Kann ja wohl nicht wahr sein. Treib das Ding aus. Oh Gott sei Dank. Oh, Zahnrad gefunden. Sehr schön. Hier war ich also noch nicht. Oh ja, bisschen was für den Geisteszustand. Ich sollte Lavende öfters mal nehmen. Was habe ich hier? Etwas zum Lesen. Gegenstand. Getriebe für Windmühlen. Generator. Zufriedenstellend erwarten Riss 2 Jahre. Diese Piep sind völlig verrückt geworden. Ich drehe ihnen den Strom ab. Dreh mal. Gut. Wir haben das Zahnrad. Da ging es uns gerade leicht schlecht gerade. Das Zahnrad. Und was blubbert hier doch? An das Zahnrad habe ich gar nicht mehr gedacht. Um Gottes Willen, das Ding kommt gerade. Ja, das war das Richtige. So geht's. So, ich weiß, wo das wenigstens noch ist. Wo ist der Fliegenschwarm? Ich hoffe, Kind, du machst ein bisschen schneller. Weil ich wirklich absolut... Ich will den Boden nicht sehen, hallo? Weil ich absolut keine Lust habe, Bekanntschaft mit dem Fliegen zu machen. So viel Zeug habe ich nicht mehr. Irgendwas liegt da vorne, kann das sein? Also, nee, ist eine Lampe. Wollte schon sagen. Komm ich wieder raus. Das war nicht übel, Jess. Ja, danke, schnell raus hier.
kehre zu Hannah zurück. Bei Hannah müssen wir wahrscheinlich auch noch den Prisma bekommen. Oh. Ich glaube... Ich muss mal kurz auf Pause machen und gucken, ob alles soweit in Ordnung ist. Ich sehe gerade, dass nebenbei OBS die ganze Zeit hängen bleibt. Vom Ton her. Oder ist es jetzt wieder gut? Ja, sofort. Nee, jetzt ist es schon wieder. Und da bleibt es schon wieder hängen. Läuft auf jeden Fall. Sorry, ich habe es gerade nebenbei gelesen. Gut, ich würde sagen, ich nehme jetzt einfach mal so ein bisschen weiter auf. Also werde die Folge so weit weiter aufnehmen. Und dann sollte ich eigentlich... mal gucken, ob der Ton so weit in Ordnung ist. Wir machen das hier mal auf und gehen noch mal kurz zurück. Funktionieren würde. Echt erstaunlich. Ich bin gerade leicht verwirrt. Verdammte Hacke, wo bin ich? Was zum Henker waren das? Nein, unsere Reservendinger sind weg. Wo ist Sonny? Der Nebel hat ihn. Er ist tot. Oh nein! Sag das nicht, Tyler. Zumindest noch nicht. Das wäre zu viel für ihn. Das hier ist Sonnys Prisma. Hilft uns das irgendwie weiter? Nein.
Ich fürchte nicht. Alle Teilnehmer des Rituals müssen am Leben sein. Aber Tyler hat gesagt, dass Monroe Anton die Kreaturen und den Nebel vom Leuchtturm aus kontrolliert hat. Wer ist Monroe Anton? Ich glaube, Tylers Großvater. Maya hat gesagt, dass Tyler von dem Leuchtturm und seinen Eltern erzählt hat, wenn sie zu viel geraucht haben. Ich werde sie gleich fragen. Warte, bevor du gehst, wollte ich dir das geben. Maya hat es irgendwo gefunden. Wenn Tyler das für real hält, dann muss er uns die ganze Zeit belogen haben. Ein Funkgerät, das zur Kommunikation über große Entfernungen verwendet werden kann. Das ist sehr schön, ihr Lieben. Ich werde mal ganz kurz hier... Ah, waren das Sonny und Jess? Hier ist Jess. Sonny ist bei einem Unfall umgekommen. Maya, tut mir leid, aber Hannah sagt, wir müssen zum Leuchtturm. Wir sind in Gefahr. Ich brauche nur einen Moment, um mich zu beruhigen. Wir treffen uns vor der Küche. Bei den Heiligen Prismen. Ich werde jetzt kurz einen Cut machen, in die Folge reinhören, ob das jetzt irgendeine Auswirkung hat, wenn meine Tonspur in OBS immer kurz einfriert. Ja, ich schau mal kurz. So, meine Lieben, da sind wir wieder zurück. Es scheint alles in Ordnung zu sein, auch wenn die Tonspur nebenbei einfriert, scheint OBS es trotzdem aufzunehmen. Das ist schon mal sehr gut. Renn mal eine Runde. Ja, dann würde ich sagen, machen wir einfach unverfroren weiter und gehen mal in die Küche zu Sam. Wie ist Sam? Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Gerade gehört. Kim hat uns gesagt, dass du als Kind deine kleine Schwester verloren hast. Wir waren in unserem Ferienhaus am See. Meine Schwester war wie eine Klette. Und dann hat Kim mir einfach so erzählt, dass da ein Schatz unten im See versteckt ist. Ich dachte, es wäre witzig, also habe ich gesagt, dass das stimmt. Dass ich ihn selbst gesehen hätte. Und dann schwamm sie raus. Ja. Eine 10-Jährige, die versucht, bis auf den Grund runterzutauchen, um etwas zu suchen, das nicht da ist. Wieso hast du sie nicht aufgehalten? Kim und ich lagen mit Kopfhörern in der Sonne am Strand. Wir konnten überhaupt nicht hören, wie sie ins Wasser geht. Und auch nicht, dass sie um Hilfe rief. Ihr wart doch noch Kinder. Das entschuldigt gar nichts. Wir hätten niemals gedacht, dass sie es tun würde. Ich weiß nicht, wer von uns mehr Schuld hat. Kim oder vielleicht doch ich? Ist aber auch egal. Wir hätten es wissen müssen. Jess, keiner kann in die Zukunft sehen. Mein Sohn, Saver, wir... Ich... dachte, dass ein perfektes Kind keinen Impfschutz nötig hat. Als er krank wurde, da... habe ich mir die Schuld gegeben, weil ich vieles ignorierte. Ich habe auf Leute gehört, die keine Ahnung hatten und alle ignoriert, die es wussten. Ich habe getan, was ich konnte, um damit abzuschließen. Aber ich würde ihn so gern ein allerletztes Mal noch halten. Ach,
du hier? Aus solchen Gründen sind wir alle hier. Ich wollte einfach nur Urlaub machen. Ich verspreche dir, dass niemand mehr sterben wird. Wäre ich nur nie gekommen. Als Kim mich fragte, dachte ich, es könnte uns beiden helfen. Wie naiv. Und wie bist du hier reingeraten? Nachdem Saver starb, reiste ich durch Südostasien, um mich aufs Tanzen zu konzentrieren. Oh, wow. Sonny wollte, dass ich auf dem Ember Festival tanze. Hat aber leider nicht geklappt. Wie viele Leute haben wir noch mit dem Prismenstein? Unter großem Druck. Das klingt verrückt, aber er hat mit mir in dem Nebel gesprochen. Kurz danach. Wirklich? Hast du ihn gesehen? Ich habe nur seine Stimme gehört. Von diesen Viechern. Ich bin so durcheinander. Glaubst du, die sind echt? Für den Moment auf jeden Fall echt genug. Aber was ist, wenn der Nebel dir etwas zeigt, das du sehen willst? Was meinst du? Keine Ahnung. Ich finde das alles einfach nur schräg. Mehr nicht. Hast du das gesehen? Saver. Was ist los? Maya? Das kann unmöglich echt sein. Du kannst unmöglich hier sein. Wie hast du hergefunden? Ach, sie sieht Sachen. Maya, wo willst du denn hin? Ich kann ihn sehen. Ich höre, wie er nach seiner Mutter ruft. Jetzt drehen wir den Kopf um 360 Grad. Der Nebel lässt sich das denken. Hör nicht darauf. Maya, nicht! Warte! Maya? Maya, kannst du mich hören? Maya, bist du da? Chase, keine Sorge. Wir treffen uns auf dem Leuchtturm. Sag das nochmal, ich höre dich schlecht. Tja, ich bin wohl auf mich gestellt. Wie locker sie noch hier umgeht. Wisst ihr, hier sind noch ganz viele kleine Viecher und mich stört, dass es einfach stehen bleibt, ne? OBS friert immer wieder ein, wobei das Bild immer weiterläuft, nur der Ton... Na, keine Ahnung. Wird schon schief gehen. Muss ich mir dann später mal angucken. Hallöchen. Zum Leuchtturm. Wir kommen durch das grüne Gebiet noch nicht, weil wir den Prisma haben. Das ist ja ein ganz toller Weg zum Leuchtturm. Komm hier hoch. Aber ich komme auch. Okay. Was? Inventuri Fubel. Ja, das geht ja gar nicht. Ich glaube, bei dem... Waren wir schon bei dem Haus hier? Tür verriegelt. Wollen wir mal ein bisschen die... Ja, Kumpel. Oh mein Gott, ich bin so gut durchgekommen. Komischerweise. Salbei kann das sein? Ja, Salbei. Salbei ist sehr schön. Ich würde gerne einmal hier gucken.
So, das gute Stück kannst du aber wieder die in die Hosentasche stecken, bitte. Weil wir das gerade erstmal nicht brauchen. Oh. Ach so. Ah, guck mal, was fürs Herz. Für unseren Verstand haben wir momentan noch nichts, ne? Jetzt könnten wir aber vielleicht was machen. Lasset uns mal schauen. Upgrade. Schubsen. Schubsen tue ich die ganze Zeit nicht, ne? Ist leicht traurig. Nicht. Hierfür bis auf den Arm. Gut, dann machen wir mal. Wir warten. Oh, das ist ein riesen Frosch-Dings. Nee. Muss ich dagegen jetzt kämpfen? Oh, was ist das denn? Die Hütte ist durch den Sturm teilweise eingebrochen. Claire ist gestürzt. Ich werde nach ihr suchen. Ich befürchte das Schlimmste. Sie hatte recht, was die Kröten angeht. Betrifft. Liegt da hinten was? Hakuna Matata. Ich probier's. Oh Gott, ich muss... Ich hab's irgendwie überlebt. Ach du meine Güte, ich hab's irgendwie wirklich voll krass überlebt. Aber das haben wir definitiv gebraucht für irgendwas. Fragt mich nicht was, aber für irgendwas wird das jetzt schon gut. Sei denn, genau. Was wir noch nicht haben, gut. Ich glaube, gegen so eine großen Kröten, da hilft wirklich nichts, was mit Weihrauch zu tun hat. Irgendwas atmet hier oben schon wieder. Hallo. Bitte nicht fressen. Ich höre hier auf jeden Fall irgendwas.
Ich glaube, dass dieser Weg zum Leuchtturm führt. Oh Gott! Alter, hat er mich verdroschen gerade? Alter Falter, du Arsch. Oh, ich habe keine Energie mehr. Dauert er mir hier einfach die Rübe klein. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So, herstellen. Herstellen. Ist hier noch irgendwo was? Ja, hau rein, das Ingwer-Dings. So, Leuchtturm geht's da hinten lang. Die beten da hinten, na, die mache ich jetzt noch eine Runde. Jetzt bekomme ich eins auf die Rübe. Was habe ich denn hier? Einen zweiten Prisma. Baue mir mal einfach alles rein. Hier kann ich nichts machen? Anscheinend nicht. Läuft auf jeden Fall, aber ihr Lieben, ich würde sagen, ich werde hier in